So, mein Vater kam gerade rein, wollte was fragen. Gut, also, wir haben jetzt den hässlichen Lagerraum, Keller, Schlüssel, deswegen müssen wir ins Treppenhaus. Und eine Trockenzellenbatterie, die brauchen wir aber erst später im Spiel. Leute, ich will in das Zimmer, wo die zwei Krankenschwestern waren. Ich wette, da ist Munition oder so, aber irgendwie habe ich Schiss. Hier ist ja nichts mehr. Ich meine, das war dieses Zimmer, oder? Nein, 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 nicht. Au. Geh rein. Okay, jetzt geht's ab. Scheiß die Wand an, ey. Wieso haben die so viel Power, ey? Voll unfair. Wisst ihr was? Das sage ich dazu. Und wie ich gesagt habe, es hat sich gelohnt. Neue Schrotpatronen. Gesundheitsdrink. Okay, wo war das Treppenhaus noch gleich? Oh. Da tut sich bei mir. Da habe ich schon mal eine Frage. Wenn man durch die Tür nicht durchkommt. Oh, dann müssen wir. Und hier war das nämlich, glaube ich, auch zu, ne? Ja, wir müssen in den dritten Stock. Auf jeden Fall. In den dritten Stock wieder zurück und eigentlich dann in den Raum, wo Maria war. Weil da liegt, glaube ich, auch noch irgendwas. Wow! Hat die mich erschreckt. Lauf. Na, willst du auch noch mal das da lesen? So, geht doch. Also ab den dritten. Achso, und Schrotflinte können wir jetzt auch wieder wechseln, glaube ich. Ne, kein Bing. Dann eben kein Bing. Dann lieber das hier. Hört sich sowieso schöner an. Okay. Das wird gebrochen. So, jetzt nochmal nachgucken. So, jetzt haben wir nämlich schön Ruhe. Mach doch mal auf da. Was steht da? Sie ist ein Engel, keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen, die nicht über die Fahnenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Bla. Aber hier liegt was ganz Wichtiges, und zwar Patronen für die Pistole und eine Ampulle. Eine Ampulle ist das stärkste Heilungsmittel, was es gibt. Oh, shit. Die Viecher respawnen zu oft. Aber in welchem Raum war Maria denn jetzt noch gleich? Hier vielleicht? Oder hier? Oder hier? Zu viele Räume. Hört mal. Kommt euch das bekannt vor? Mir kommt es aus zwei Stellen bekannt vor. Einmal aus Silent Hill 1 und aus Silent Hill dem Film. So, und jetzt sagt er, hier sind leere Medikamentflaschen. Hat Maria die genommen? Ist Maria jetzt auch krank? Das soll ihn im Prinzip nur auf seine Frau hinweisen. Okay. So, kann mir jetzt mal jemand erklären, wie ich in den Keller komme? Denn da muss ich eigentlich hin. Aber irgendwie. Ach gut, hier. Kommt ruhig. Okay, die ist noch zu weit entfernt. Also ab im Keller. Jetzt hört mal hin.
Normalerweise kommt hier ein Geräusch. Und zwar das Schreien eines Schweins. Naja. Oh, das sieht ja überhaupt nicht auffällig aus. Aber hier liegt noch was, weil er schiert. Schrotpatron, yay! Okay, jetzt können wir das Regal untersuchen. Ich bin Superman, yeah! Okay. James! Oh mein Gott! Mary? Nee! Oh, Maria. It's you. I thought you were... Sorry. Jetzt pass mal auf. Jetzt kriegt er Wut. Kriegt er Wutanfall. I'm glad you're alive. Anyway, what do you mean anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. Wisst ihr, was mir auffällt? You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. Yeah, yeah, yeah. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. So. Da müssen wir jetzt runter, weil da liegt was. Und zwar ein Ring! Jetzt sagt sie, was für ein Ring? Ja, nein, tut sie natürlich nicht. Gut, wir haben den Kupferring. Wir brauchen zwei Ringe insgesamt. Und rate mal, wo der andere ist. Im Kühlschrank. Da müssen wir jetzt also hin. Und sorry, ich muss auch mal wieder auf die Karte gucken, weil ich wieder nicht weiß, welcher Stock das ist. So, wir können ja mal gucken, ob hier noch irgendwas ist im Keller. Ah ne, Quatsch. Das andere ist ja alles abgeschnitten. Da schon mal nicht. Entweder im zweiten Stock oder im dritten. Egal. Da schreit das Schwein jetzt vielleicht. Nö, tut es nicht. Normalerweise kommt es da immer. Okay. Ah, ich wollte noch mal kurz was nachgucken. Und zwar, was ist eigentlich, wenn man versucht, aufs Dach zu gehen? Ist das hier Obergeschoss? Ja, ist das verschlossen? Ja. Schade. Naja. Also wieder. Sind wir wieder am dritten Stock. Und ich schätze, hier ist auch der hässliche. Guck mal, die interessiert sich gar nicht für uns. Oh, da ist ja noch eine. So, war jetzt hier der Kühlschrank? Oder wo war der? Nö.